30.000 Euro Rabatt, ja, bis 31. Juli. 30.000 Euro, aber es kommt noch besser. Das Geld muss ich gar nicht haben. 5,99%, 120 Monate. Ich kann auch einen Gebrauchten in Zahlung geben. Auch das geht, ja. Und das gilt für welche Fahrzeuge? Hallo, Andreas. Genau, also diese 30.000 Rabatt gibt es für alle Band-2-Fahrzeuge, für die Spezialisten unter euch. Das heißt also E-Line, S-Plus und Liner for Two. 30.000 Euro Rabatt und natürlich dann nochmal die Möglichkeit, wenn man möchte, die Fahrzeuge auch zu finanzieren zu 5,99%. Das Beste daran ist, ich kann zu jeder Zeit ablösen, ohne dass es jetzt großartig Gebühren kostet, ja, und sichere mir halt eben über die lange Laufzeit eine extrem niedrige Rate bei den Fahrzeugen und so komme ich eben auch schon, ich sag mal, sehr früh und rechtzeitig in den Genuss, zum einen von der Rabattaktion zu profitieren. Die sind auch mit logischerweise kombinierbar, nicht das eine schließt das andere aus, sondern wir haben jetzt schon massiv für unsere Kunden die Preise und die Zinsen gesenkt. So, zeig mal, du hast einige da. Ja, natürlich. Hintergrund ist der, kann man ja ganz offen drüber reden, ja. Im Markt gibt es Händler, die, ich sag mal, Rabatte geben. Ja. Auch aus dem Bereich Karthago. Ja. Zeig nochmal bitte. Und da hast du gesagt, komm, ich bin ja nicht umsonst, Andreas, mal rein. Du hast A mit der Santander, die Bank, genau, diesen 5,99%. Deal gemacht. Ja. Da haben die schon ein bisschen vorgegriffen, muss man sagen. Die Zinsen normalerweise kenne ich eher so bei 8% im Moment. Ganz genau. Also das ist eine Sonderzinsaktion, die haben wir jetzt extra mit denen ausgehandelt. Das heißt, die gibt es im Moment noch nirgendwo am Markt. Ja. Jederzeit ablösbar. Jederzeit ablösbar. Die Zentralbanken haben auch ihre Zinsen ja schon gesenkt. Die meisten Banken geben das im Moment noch nicht weiter. Wir haben diesen Deal jetzt hier ausgehandelt, ja, und dann nochmal diese 30.000 Euro Rabattaktion auf die Band-2-Fahrzeuge, also E-Line, Liner for Two und S Plus. Welche Baujahre reden wir? Wir reden über aktuelle Modelle, die hier auf dem Hof stehen. Ja, also neu. Neue Fahrzeuge ohne Zulassung, keine Mängel, Hagel, keine Ahnung was. Das sind ganz normale. Also keine Reparaturen, nicht, die du zurückgenommen hast vom Werk. Nein. Neue, ganz normale Fahrzeuge. Ganz neue, ganz. Die waren normale, noch nicht zugelassen. Die waren noch nicht zugelassen, ganz genau. Richtig, ganz normale Neufahrzeuge und ja, man sieht ja selber, was gerade auf dem Markt los ist und da kann ich ja auch nicht tatenlos zugehen. Ja, der eine oder andere, jetzt geht's ja mal rein, vielleicht ans Kreuz. Nein, um Gottes Willen, wir sind noch lange nicht bei unserer Finanzauslastung. Nur ich bin kein Sammler, sondern Jäger. Ich will die Fahrzeuge verkaufen und wenn der Rest des Handels Blödsinn macht, dann mache ich halt mit. Kein Problem. Schön. Also 30.000 Euro, sind das diese Doppelboden-Konzeptfahrzeuge, genau, mit dem Klimaspeicher, Wärme? Klimaspeicher, Doppelboden, genau, den habe ich jetzt mal hier exemplarisch aufgemacht. Das ist ein S-Plus 61, ne, mit seiner großen Heckgarage drin. Das Fahrzeug ist auch mega ausgestattet, hat auch schon Fäkaltank drin mit Spülvorrichtung. Das sind wirklich tolle, tolle Fahrzeuge und ja, da gilt halt diese Aktion halt drauf. Ne? Komm, wir gehen mal rein. Genau. Also nochmal, 30 Kilo. Mhm. Wenn ich das Gebrauchtfahrzeug in Zahlung gebe, das mindert nicht? Nein. Okay. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das Gebrauchtfahrzeug ist für mich dann wie ein ganz normaler Ankauf, der auch in dem Augenblick auch fachgerecht bewertet wird, marktgerecht bewertet wird. Und das wird dann natürlich dann auf den Neuwagenpreis angerechnet oder kann bei der Finanzierungsaktion auch dann gleich als Anzahlung genommen werden. Ne? Okay. Ganz wichtig, Neufahrzeuge. Also da muss man es nochmal ganz klar sagen. Ja. Im Moment viele Händler Vorführfahrzeuge im Markt, die werden natürlich auch als solche auch klar dargestellt. Die genauen Konditionen bitte bei dir erfragen. Also, denn das Ziel ist es natürlich zur Messe, die Fahrzeuge loszuwerden. Da sind wir schon beim Thema Messe. Ja. Lohnt es sich, auf die Messe zu warten? Also das ist auf der einen Seite, gibt es neue Modelle? Vielleicht mal vorab. Ja, also hier in dem Bereich gibt es überhaupt gar nichts Neues. Es wird nochmal langsam wiederholen. Ja, also das kann ich wirklich sagen. Also ganz sicher, dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Also hier in dem Bereich wird es nichts Neues geben. Es wird eine leichte Modellpflege, aber nur beim E-Line auf Mercedes-Benz geben. Nur Mercedes-Benz. Leichte Modellpflege. Ansonsten bleibt in dem Bereich alles so, wie
wie es ist. Also man kauft kein altes Modell und die müssen jetzt deswegen hier rausgehauen werden, weil danach fährt man mit einem alten Karren durch die Gegend. Das ist alles nicht der Fall. Das hat damit nichts zu tun. Ja, wir sprechen ja über vollintegrierte, viele mit Alde, Fußbodenheizung. Ja. Das ist eigentlich von der Klasse her, sind wir hier in der Klasse schon Morelo, Carthago, Phoenix. Also was die Aufbauart angeht. Das heißt, wir haben Sandwich-Aufbau. Ja. Wir haben Doppelbodenaufbau. Wir haben eine Alde, Warmwasser-Fußbodenheizung, sind aber nicht ganz so hoch. Ganz genau. Also wir sind hier bei so einem Auto, der ist jetzt auf dem großen Iveco aufgebaut. Sind wir bei ungefähr 3,30 Meter, einen Tacken drunter noch mit Klimaanlage. Wir haben die E-Line beispielsweise, die gehen bei 3,05 Meter in der Höhe los. Und das muss man wirklich sagen, wir werben ja eher mit der Breite von 2,27 Meter. Ich habe natürlich ein super handliches Fahrzeug, also wirklich ein Liner in einem super handlichen Format, weil diese Breite ist oftmals echt ein Riesenhindernis. Ne? Mhm. Und hier hast du eben, das Auto ist ja der Platz ohne Ende drin. Also fahrbare Autos. Ja, fahrbare Autos. Weil es ist ja ein Reisemobil. Ne? Sonst kann ich mir gleich einen Standkaravan kaufen und stell den irgendwo hin, lass mit Spedition irgendwo hinfahren. Da kann ich auch 2,50 Meter oder 3 Meter Breite haben, wenn es sein muss. Das ist ein Auto, da kann ich wirklich mal sagen, ich bleibe hier 3, 4, 5 Tage stehen und fahre mal wieder weiter. Sag mal, in der Kategorie, wo geht's denn da los preislich? Also jetzt bei dir am Hof. Ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt in der Kategorie, wo wir jetzt gerade von sprechen, wo die 30.000 Euro sind, geht's eigentlich mit einem E-Line ja los, E-Line i50. Da sind wir immer so um und bei 200.000 Euro. Davon. Bei 200. Ja, und von den 200 gehen 30 runter. So ungefähr läuft okay. das. Okay. Ja. Die genauen Konditionen bitte kurz erfragen. Wichtig ist, habe ich einen Nachteil mit der Garantie? Weil viele kaufen ja die Fahrzeuge bei dir, weil sie sagen, okay, da kriege ich einen Serviceplatz besser. Ihr habt halt mitunter die größte Erfahrung im Markt, was Nachrüstungen angeht, was Garantiereparaturen angeht, was irgendwas, die wollen ja zu dir. Ja. Ist ja nicht umsonst. Oft hast du ja Kunden, die dann anrufen und sagen, naja, habe ich mir gerade gekauft, kann ich zu ihnen in den Service gehen? Ja, sagst du. Ihr müsst aber auch ein bisschen eure Bestandskunden im Auge erstmal behalten, oder? Ja, das ist was wirklich, was du gerade sagst. Du legst da wirklich gerade einen Finger in eine ganz empfindliche Wunde rein. Ich erlebe das immer wieder. Jetzt gerade eben, wir sind ja über den Hof gelaufen. Da steht jemand, der hat ein Auto ganz, ganz oben im Norden gekauft. Erzählt mir gerade noch, bevor wir die Dreharbeiten begonnen haben, ja, er hat das auf einer Messe gekauft und der Händler hat erzählt, nee, ist kein Thema, kannst überall. Aber was hat er erzählt, der Händler? Der Händler hat erzählt, du kannst überall hinfahren, ist überhaupt kein Thema. Ja, jetzt hat er hier die Händler schon im Umfeld, weil der kommt hier aus der Region, der Händler. Der Kunde. Grundsätzlich ist das ja nicht falsch. Grundsätzlich also muss man ist das richtig, ganz genau. Aber der Kunde hat eben jetzt die Erfahrung gemacht, er hat ein paar Händler besucht hier in der Umgebung. Also er kommt auch jetzt nicht direkt von hier Altenhofen, im Umkreis 30, 40 Kilometer, sondern der ist jetzt auch zu mir schon wieder weitergefahren, um eben hier halt an einen Termin zu bekommen. Das Problem ist nur, wir sind natürlich für unsere Kunden, halten wir Serviceplätze frei, auch Notfallplätze, einen Tag in der Woche, wo mal, wenn jetzt wirklich was ist, wo die Fahrbereitschaft von einem Auto nicht mehr gewährleistet ist, wo wir schnell reagieren können und müssen. Und das können wir dann nicht für Kunden, die ganz woanders gekauft haben, 400-500 Kilometer vorhalten. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Da muss man einfach sagen, ist natürlich jetzt unser Kunde dann viel näher an unserem Unternehmen dran, als wie derjenige, der ganz woanders ein Auto gekauft hat. Das heißt, ist ja ganz klar, im Moment Serviceplätze gibt es nicht wie Sand am Meer. Wie sieht es denn auch mit Nachrüstungen? Muss ich da jetzt ewig drauf warten, wenn ich sage, ich will doch noch eine Aufbauklimaanlage? Also die Fahrzeuge, die hier stehen, sind innerhalb von 4 bis maximal 6 Wochen beim Kunden. Das heißt also, wenn man jetzt diese Aktion halt mitnehmen möchte, ist so ein Auto innerhalb von 4 bis maximal 6 Wochen, ist er dann auch ausgeliefert. Mhm. Ja. Bekomme ich nochmal, ich bekomme nicht weniger Rabatt, wenn ich ein Fahrzeug in Zahlung gebe? Nein. Nein. Wirkt sich das auf den Entzahlungsnahmepreis aus? Nein. Hand drauf. Ja, 100%. Du bist Kfz-Meister. Ich betone es nochmal. Ja. Du lachst jetzt so drüber, aber weil viele sind ja neu in diesem Segment eingestiegen. Wie viele Meister hast du allein beschäftigt hier im Unternehmen mit dir? Tatsächlich, ja, mit mir sind es dann 3. Ja, genau. Ja, also, wir haben Kfz-Mechatronikermeister und Schreinermeister. Schreinermeister. Mhm. Und das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass ihr macht nur Carthago. Das heißt, ihr macht natürlich Gebrauchtfahrzeuge, andere Marken, aber Neufahrzeuge nur Carthago. Carthago und Malibu, das ist das, wo wir uns drauf spezialisiert haben. Da kennen die Jungs hier halt jeden Handgriff, den die machen, weil wir das jetzt auch schon im 10. Jahr machen. Ne? 2025 gibt es ja 10 Jahre Marine-Caravaning. Und von daher ist das also auch dann, ich sag mal, für den Kunden ein absoluter
Vorteil, wir müssen nicht lange rumsuchen, wir wissen genau, wo es losgeht. Einige Händler haben Lok-Angebote draußen, haben die oft draußen, da werden mit riesen Rabatten wird geworben. Ja. Gilt das für alle Fahrzeuge dieser Kategorie, die hier sind? Genau, das ist auch immer was, was mich immer wieder wundert. Kunden rufen uns an und für ein Auto, was im Internet steht, und fragen, ja, habt ihr das Auto denn da? Ja, das Auto steht da. Ihr habt es wirklich da? Ja, wir haben es wirklich da. Also es muss wohl auch gang und gäbe sein, dass Fahrzeuge im Internet angeboten werden. Die Kunden fahren zum Teil einfach hin, weil man davon ausgeht, es steht da und die Kollegen haben das Auto gar nicht da stehen. Mhm. Oder folgt oder im Vorlauf oder sonst. Aber ich annonciere auch keine Fahrzeuge, die im Vorlauf sind. Mhm. Alles, was bei uns auf der Webseite ist, steht hier. Und ich kann jetzt schon sagen, es steht sogar noch viel mehr hier, weil wir die Fahrzeuge so schnell gar nicht ins Internet gesetzt kriegen, wie wir die reinkriegen. Ja, du bist der größte Karthago-Händler Europas, bist exklusiv Karthago-Händler, hast dich der Marke verschrieben. Das Ganze geht ja auch darum, den Markt jetzt mal ein bisschen anzukurbeln, wirklich den Leuten ganz klar zu symbolisieren, hört mal zu, können wir gerne mitmachen. Aber die Industrie muss da natürlich auch mithelfen. Die hat mitgeholfen. Zeig mal bitte nochmal den Zins, also dass wir das mal sehen. Weil vielen Leuten ist der Zins viel wichtiger, weil die sagen einfach, wenn ich, ich sag mal, für 8% finanziere im Moment, ja, kann sich ja jeder hochrechnen. Hier kann ich jederzeit ablösen. Ja. Ich kann jederzeit das Auto verkaufen, kann das zwischenablösen, bin nicht gebunden an die 120 Monate. Du sagst aber ruhig die 120 Monate nehmen, da macht man nichts kaputt mit, oder? Nein, um Gottes Willen, ich würde die immer nehmen, wie schon gesagt, weil ich sichere mir mit der langen Laufzeit erstmal eine garantiert feste kleine Rate und kann dann, wenn eine Lebensversicherung kommt oder sonst irgendwo der Geldsegen auf einmal reinregnet, kann ich dann eben jederzeit zwischentilgen. Muss aber nicht. Jetzt auf Biegen und Brechen so ein Auto auf 36 oder 42 Monate zu finanzieren und ja, kriege ich so gerade noch hin, ist ja völliger Blödsinn, macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wir reden ja hier auch, muss man mal sagen, von Summen, da kauft man sich ja zumindest früher mal Einfamilienhäuser von. Ich weiß, mein erstes Einfamilienhaus hat 160.000 Euro gekostet. Das haben wir 25 Jahre finanziert. Ja, also viele wollen ja ihren Traum erfüllen, haben vielleicht schon ein Reisemobil. Das kann man gerne hier vorführen. Wie lange dauert denn die Fahrzeugbewertung von so einem Gebrauchten, den ich hier mitbringe? Ja, also der erste Schuss geht eigentlich immer ganz schnell. Nur wenn das Fahrzeug dann auch tatsächlich, dass es ernst wird, dann gucken wir uns das natürlich genau an, gucken auch in die Historie rein, gibt es Reparaturstau oder Beschädigung oder so. Also ich sage mal, eine Stunde sollte man rechnen. Und das wäre auch schön, wenn wir dafür dann einen Termin haben. Weil ich muss auch diesen Prüftermin bei uns in der Werkstatt anmelden, damit der Meister halt dementsprechend auch die Zeit hat, sich das Auto anzugucken. Du bist jetzt noch wie lange da? Im Moment ist ja Urlaubszeit, vielleicht hast du ja doch Lust, einen Urlaub zu fahren. Nee, ich habe keinen Urlaub. Ich muss keinen Urlaub. 24 Stunden. Also, Marijn Karawaning, heute drehen wir uns am 22. Juli 2024. Gilt für alle Fahrzeuge nochmal, fass nochmal zusammen. Bitte. Ja, ganz genau. Also E-Line, das, was wir hier sehen, ist da ausnahmslos mit drin, angefangen vom kleinen E-Line E50. Die Mercedes auch. Auf Fiat, auf Mercedes, Zweiachser, Dreiachser, völlig egal. Alle? Ja, völlig egal. Da gibt es dann Kollegen, die werben auf ausgesuchte Modelle. Dann ist dann das, was man am meisten da stehen hat und wo vielleicht der Schuh drückt. Ja, ist ja alles Blödsinn. Alles weg, raus damit. Und tschüss. So, also, da stehen wir hier. Anzahl der Fahrzeuge im Jahr, was machst du im Jahr? Was drehst du so? Naja, so 450, 500 Fahrzeuge mit ein paar Gebrauch. Ja. Also, was die Leute auch wissen, du bist wie lange im Markt jetzt schon? Tatsächlich jetzt 10 Jahre. 10 Jahre, genau. Also, das ist ganz wichtig, das zu erwähnen. Und ja, der größte Karthago-Händler Europas, zeig nochmal bitte. Ja, ich. Hat doch Spaß. Dass ich sowas mal drehen. Ja, aber das ist ja so. Ja, und das ist bei mir. Das bei dir. Und trotzdem, ich genieße deinen Service. Du genießt meinen Service. Kfz-Meister Andreas. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe da einfach nur Spaß dran, jetzt mal auf den Markt zu reagieren. War ja auch Zeit genug. Tschüss, Andreas. Tschüss.